So, hallo, herzlich willkommen zurück. Wie letztens angekündigt, wir bringen ins Zentrum der Galaxie auf Gedeih und Verderben. Oh, Errungenschaft, Zentrum der Galaxie. What? Okay, der ist dick, der hält ein bisschen was aus. Und der teilt auch einigermaßen... Wow, what? Okay, ich bekomme dann sein Schild überhaupt nicht weg. Er meint's dafür schon, aber ich sein's überhaupt nicht. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Guckt euch das mal an. Also ich brauche definitiv irgendwas, das das Schild besser wegknackt. Das lädt sich ja schneller auf, als ich es wegbekomme. Guckt euch das an. Das Schild hat immer noch 100%. Das lädt sich so wahnsinnig schnell auf. Keine Chance. 0,0. Okay. Ich sehe schon, das hat keinen Sinn. Wir fliegen dann besser wieder zurück. Ich meine, es war ein Versuch. Und ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall bessere Waffen gegen Schilde brauche. Also geht da mal gar nichts. Ich kann auch relativ nahe an den ran eigentlich. Das ist kein Thema. Aber ich brauche halt was, das wirklich, wirklich dick Schild wegmacht. Alles andere ist sinnfrei. Jo. Ich meine, die kleinen hier, die können wir ja wegmachen. So, die Errungenschaft erreicht das Zentrum, haben wir schon mal. Also wir haben jetzt gesehen, wie es hier aussieht. Ja, was wir definitiv nicht schaffen, das ist, den momentan zu killen. Das geht definitiv nicht, weil wir nicht durchs Schild durchkommen. Weil sich das Schild schneller auflädt, als ich es wegschießen kann. Aber wie gesagt, da gucken wir mal, da müssen wir irgendwie eine Lösung dafür finden, würde ich sagen. Da muss es eine Lösung geben. Wenn wir uns ein paar Geschütze wieder selber bauen müssen. Also irgendeine Lösung muss es dafür geben. Da bin ich mir sicher, da gibt es eine Lösung. Ach, ich glaube, ich muss jetzt diese Hose mal loswerden, weil irgendwie mich juckt es ständig, immer wieder, an der gleichen Stelle. Ich habe Angst, dass da doch eine Zecke irgendwo ist. Ich muss da dann gleich mal nachgucken. So. Also den Boss bekommen wir so nicht. Aber zumindest diese kleinen Begleitschiffe bekommen wir so. Das ist, ja. Es ist schon mal was. So. Wir haben halt immer noch 32 Sekunden Wartezeit. Aber es macht ja nichts. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Was? Was gibt tun? Nein! Natürlich nicht. Ja, und das ist halt der Dicke. Und guckt euch mal rechts unten das Schild an. Ich schieße drauf, ununterbrochen, und zack, 100, zack, 100. Ja, das bringt halt so wirklich gar nichts. Also ich habe das Zentrum der Galaxie erreicht. Müssen wir jetzt, haben wir jetzt hier noch einen Auftrag? Müssen wir den tatsächlich killen? Eigentlich ja schon, damit wir es getan haben, ne? Eigentlich ja schon. Wir können ja jetzt nicht den hier leben lassen. Aber wie gesagt, das schaffen wir jetzt nicht. Wir brauchen da definitiv andere Waffen. Irgendwas, entweder etwas, das Schilde durchschlägt, oder etwas, das Schilde wahnsinnig schnell wegmacht. Eines von beiden. Und ich wäre schon fast dafür, dass wir irgendwas draufsetzen, das Schilde wahnsinnig schnell wegmacht. Okay, wenn der zu nahe dran ist, dann macht er richtig dick Schaden, muss ich mal eben feststellen. Was? Der Wächter kanalisiert die Energie des schwarzen Luchs? Was?
Kann ich den jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen Schaden zufügen? Wahrscheinlich ja nicht. Ist schon wieder vorbei, ne? Ach so, und da kommen mal wieder neue nach. Ja gut, das war praktisch sehr sinnfrei. Aber jetzt kann ich ihm Schaden zufügen. Guck. Ah, jetzt kann ich sein Schild... Ah. Jetzt, okay. Also, nur wenn die anderen alle weg sind, dann kann ich ihnen Schaden tatsächlich zufügen. Ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Okay. Ja, vielleicht schaffen wir ihn ja doch. Weil ich habe schon die Hälfte von meinem Schild weg. Und ich bin viel zu nahe dran an denen. Das, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Und der lädt sich, glaube ich, auf. Ne? Ich bekomme ihn nicht weiter runter, oder? Ah, okay. Fürs nächste Mal müssen wir uns das merken. Ich versuche das dann gleich nochmal, würde ich sagen. Dann machen wir zuerst die anderen weg. Und dann warten wir mal, bis er hier wieder sein Dingens kanalisiert. Wir bauen noch eine Dingens drauf. Irgendeine Waffe oder zwei, drei mehr. Vielleicht sogar. Die uns ein bisschen was gegen sein Schild bringen könnte, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Und dann... was? Wo sind hier Gegner? Ich sehe hier keine Gegner. Ah, okay, das Zeichen ist jetzt auch wieder weg. Okay, gut. Gut. Alles klar, wir haben noch einen freien Slot. Da würde ich tatsächlich ein solches Upgrade mal irgendwie... Bewaffnete in Rot habe ich nicht, ne? Nö. Ich hätte sowas hier, aber es bringt halt einfach nichts, weil die gehen nicht durch Schild durch. Haben wir jetzt gesehen. Die schießen halt überhaupt nicht mit Torpedos. So, deswegen. Bewaffnete plus 4. So, dann gucken wir mal, was wir noch so drauf bauen können. So, und zwar irgendwas Blitziges, würde ich sagen. Das hat eine relativ hohe Reichweite. Vielleicht sowas. DPS. Vielleicht sowas. Können wir das draufsetzen? Wir können. Das geht. Nur müssen wir das hier ein bisschen alles versetzen. Wir müssen das hier versetzen. Wir müssen das hier versetzen. Das hier. So, dann können wir das da draufsetzen. Boah, ist das Ding riesig. Moment, was zeigt nur nach oben? Wohin schießt das jetzt? Wenn ich jetzt schieße? Das zeigt nur... Ah, okay, das schießt nur nach oben, weil es nach oben zeigt. Okay, alles klar. Also es ist nicht so, dass es sich ausrichtet oder so. Das schießt nur in diese Richtung, die es zeigt. Alles klar, okay. Das dachte ich mir schon fast, wenn ich ehrlich bin. Okay. Dann setzen wir einfach den hier wieder drauf. Auch wieder so mittig halten, so ein bisschen. So. Ach so, hier, der ist es ja schon. Genau, den hatte ich drauf, ne? So. Und dann machen wir hier vorne nochmal so ein Dingens dran. Oder können wir hier Korrekturdüsen einfach umwandeln zu Arborion? Das ginge ja auch. Und das hier könnte man auch umwandeln. Machen wir auch mal. Einfach nur, damit das ein bisschen stabiler ist vielleicht. Und dann setzen wir hier vorne drauf. Einfach mal so ein dickes Blitzgeschütz noch. Ne? Hier drauf geht es halt leider nicht. Das heißt, ich muss es hier drauf setzen.
Was? Nicht genügend Slots. Ah, okay. Nicht genügend Slots. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte. Hier habe ich halt nur 3. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Moment. Moment. Kann ich vielleicht noch was forschen? Wir gucken mal nach. Wir schauen mal. Also. Der Dicke ist unverwundbar, bis wir seine Begleitschiffe alle zerstört haben. Dann ist er verwundbar. Das müssen wir uns merken. Und in dem Moment, wo wir sein letztes Begleitschiff zerstören, sollten wir ziemlich nah bei ihm sein, dass wir halt ziemlich schnell angreifen können. Was ist denn los hier vorne? Ach so. Ich bombardiere die Forschungsstation mit... Das hat sogar getroffen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ach ja. Was ist denn da passiert? Wir sind ja hier wie bei... wie hieß es? Mit den Bugs. Klendatu? Wie hieß das denn noch? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich bekomme es nicht raus. Unbewaffnete helfen uns halt erstmal überhaupt nicht weiter. Bewaffnete. Ja, bekommen wir halt im Endeffekt nichts Besseres hin. Das ist schade. Aber was wir nicht bräuchten, was wir definitiv nicht bräuchten, das wäre das. Haben wir vielleicht schildmäßig noch was Besseres? Haben wir vielleicht schildmäßig noch was Besseres? Also wir haben hier... Das hier wäre vielleicht ganz cool, oder? Oder nee, eigentlich das hier. Eigentlich wäre das hier noch geiler. Wie ist es hier, wenn ich das hier... Das ist 96. Wenn ich das hier fest installiere, dann wäre das doch eigentlich noch geiler, oder? Dann machen wir das doch... Moment, das hier könnte ich auch fest installieren. Dann würde es auch passen. Ja, komm. Und dann setze ich nochmal so eins rein, dann kann ich das auch wieder fest installieren und da kann ich nochmal irgendwie was Dickes draufbauen. Das ist doch die Idee, oder? Jo. Und das hier machen wir raus. Ja. Und dafür machen wir das hier rein. Ja, rein damit. Weiß nicht. Hier, was haben wir hier? Ja, das bringt halt nichts. Das bringt halt null. Also, weil die nicht durchs Schild durchkommen. Haben wir gesehen? So. Okay. Bewaffnete. Oder unbewaffnete. Plus 4. Bewaffnete. Plus 4. Und plus 2. Und hier auch plus 2 halt. Ja, dann nehmen wir halt das hier wieder. Jetzt installieren. Jo. Okay. So. Alles klar. Und dann setzen wir hier vorne mal Blitzgeschütze drauf. 2 Stück am besten. Und zwar würden wir die beiden vielleicht nehmen. 17 und 18 Kilometer. Das ist doch okay, würde ich sagen. Wir setzen mal die 2 da vorne drauf. Eins links, eins rechts. Oh Gott. Ich mach mal eben Spiegeln an. Einfach nur, damit ich sehe, wo die Mittellinie ist. Weil sonst habe ich da überhaupt keinen Überblick. Ich sage so. Und den anderen setzen wir daneben. Jetzt mal so. Okay, dann haben wir jetzt 2 dicke Blitzgeschütze drauf.
Alles klar. Aber die zielen komplett woanders hin, oder? Ha. Ach nee, wenn ich das markiere, dann glaube ich geht's. Ich glaube, wenn ich das markiere, dann geht's. Wenn ich zumindest dann auch noch treffe. Genau, wenn ich markiere, dann sind sie ziemlich. Dann sind sie ziemlich gleich. Dann sind sie ziemlich gleich. Okay. Also es funktioniert. Wir versuchen das nochmal. Komm her. Wir versuchen das nochmal. Das Schild ist wieder aufgeladen. Wir sind wieder frohen Mutes. Wir versuchen das nochmal. Mit zwei dicken Geschützen mehr. Mit denen wir aber erstmal treffen müssen. Wieso habe ich jetzt 91 Sekunden Wartezeit? Das ist doch ein bisschen doof. Hatte ich das vorher auch schon? Nee, hatte ich nicht, oder? Es war doch vorher deutlich weniger, dachte ich zumindest. Oder ist mir das nur nicht aufgefallen? Ja, ich würde sagen, ich mache hier mal kurz einen Cut. weil ihr müsst ja nicht unbedingt warten, bis es hier abgelaufen ist. Ich allerdings schon. Also bis gleich. So, es ist soweit. In der Zwischenzeit hatte ich die Gelegenheit, meine Beine auf Zecken zu untersuchen und ich habe, glaube ich, nichts. Ja. Also wenn, dann ist es irgendwo in der Hose drin und ja. Also ich habe nichts bemerkt. So, also nichts gesehen. Also irgendwas gemerkt habe ich schon, aber vielleicht war es auch einfach nur irgendein anderer Käfer oder so. Weiß man ja nicht. Wenn man hier ein bisschen spazieren war, kann das ja immer mal passieren. Ah, ich treffe mit den unteren, glaube ich, gar nicht so geil. Ja, ist schade drum. Aber ich glaube, beim dicken, da müssen wir sowieso relativ hin und dann müsste das ja eigentlich passen. Ich könnte höchstens die noch ein bisschen anpassen. Moment, ich fliege mal ein bisschen weg, glaube ich. Und dann passen wir mal das noch ein bisschen an. Dass die oberen auch starr sind, dass die auch starr nach vorne gucken. Und dann müsste das ja eigentlich besser passen, oder? Dann müsste ich ja eigentlich wieder besser zielen können, weil die dann alle in die gleiche Richtung gucken. Wenn ich die praktisch auch starr einfach nach vorne hin anbringe. Also praktisch nicht auf meine typische Waffenplattform draufsetze, sondern einfach vorne dran. Das müssten wir mal noch testen. Ich wusste nämlich nicht, dass es auch so Dingens gibt, so Geschütztürme, die von Haus auf sich nicht drehen lassen. Das wusste ich nicht. Oh. So. Und du hier? Du bist der Wächter. Ich versuche einfach mal drauf zu schießen. Ich versuche es einfach mal. Nur mal um zu gucken. Ja, guck, der lädt sich so schnell wieder auf, überhaupt keine Chance. So, wir haben hier noch einen. So. Und dann geben wir mal Gas. Und fliegen hier mal ein bisschen weg. Und dann machen wir mal ganz kurz um. So. Geschütztürme. So. Mal kurz gucken, welche werden denn mehr? Die hier. Ja. Den brauchen wir nicht unbedingt so. Und jetzt brauchen wir diese komischen Geschichten. Geschützturmbasis. War das das? Nee, oder? Flugschreiber. Produktion. Lok. Geschütz. Rotation Fixierer. Ja, genau sowas brauchen wir.
Ich setze hier einfach mal ein paar hin, ne? Ich setze hier einfach mal ein paar hin. Oder wenn ich die einfach größer mache? Wenn ich das Ding einfach größer mache, geht das dann auch? Moment. Kann ich da mehr als einen Turm draufsetzen? Das wäre natürlich auch ziemlich geil, muss ich auch zugeben. Hier ist noch integriert. Wir werden geschossen. Das ist nicht so schön. Ah, tatsächlich vom Dicken. Ah, der hat noch zwei tatsächlich da. Wir fliegen mal ein bisschen weg. Wir fliegen mal ein bisschen weg. Mal eben 80 Kilometer. Ich muss sagen, der war echt schnell da eigentlich. Tschüss. Ach so, 31 Kilometer, ja, viel zu weit weg. Okay, ich mach mal noch ein bisschen, gib mal noch ein bisschen Gas. So, und dann gehen wir dann ins Baumenü und dann setzen wir mal die Rayguns hier wieder dran. Rayguns. So, kann ich jetzt hier, wenn ich hier sage, was? Wieso? Wieso bewegt sich meine Ansicht so komisch? Moment, wieso zeigen die nach oben und nicht nach vorne? Wieso zeigen die nach oben und nicht nach vorne? Muss ich die oben drauf bauen? Das ist ja super doof. Das ist ja mal super doof. So. Dann noch das Blitzgeschütz. Das hier. Und ja, den Ambergläser können wir uns erstmal vielleicht sparen. Jetzt müssten alle relativ in die gleiche Richtung gucken. Ja, genau. Okay, das sieht gut aus. Dann machen wir mal die hier kaputt erstmal. Bringen die Lieferung fehlgeschlagen. Ja, komm, das ist mir sowas von Wurst. Ihr könnt schon fehlschlagen. Das ist alles okay. Ach nee, das ist der Große, ne? Das ist der Große. Wir machen nicht den erst. Wir machen zuerst den anderen. Wir machen zuerst den da. So. Huch. Ich habe ihn mehr gerammt als verschossen, glaube ich. Okay, Treffen ist so eine Kunst, glaube ich. Wenn die so feststehen. Muss mal gucken. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist noch mehr eine Kunst als sonst. Habe ich jetzt... Wieso nehmt ihr die nicht mit? Ah, die kommen. Okay, die kommen. Das dauert nur eine Weile. Okay, wo ist der Letzte? Wo? Da. Okay, dann mal los auf zu dem. Und dann müssen wir sofort auf den Kerl losgehen. Okay. Okay, jetzt müssen wir sofort den ins Visier nehmen und sofort drauf schießen. Damit wir irgendwie ein bisschen eine Chance haben. In der Hoffnung zumindest, dass wir ein bisschen eine Chance haben werden. Okay, jetzt öffnet ihr diese Wurmlöcher. Okay, ich sehe schon, das geht viel zu langsam. Ich brauche mehr Waffen. Viel mehr Waffen. Ja, das wird weniger, ne?
Ich meine, er hat zwar ein paar Millionen. Aber jetzt wird's. Ach so, jetzt wieder nicht mehr. Jetzt wird's nicht mehr weniger. Okay, das heißt, wir müssen die anderen erstmal wieder wegbekommen. Ja, damit zu treffen ist halt jetzt echt eine Kunst. War vorher ein bisschen besser, glaube ich. Oh, jetzt hat mich irgendwie was stark getroffen. Mein Schild. Ich befürchte, wenn ich jetzt weit weg fliege, damit sich mein Schild regenerieren kann, dann regeneriert sich seins halt wahrscheinlich auch. Das ist ein bisschen schade, weil sonst würde ich den jetzt direkt einfach mal wegsammeln. Immer wieder mit der gleichen Taktik halt, einfach wieder hinfliegen, wieder wegfliegen und so weiter. Wir könnten das ja mal versuchen. Ich meine, bisher... Ich muss weiter weg von dem. Ein bisschen. Damit er mich nicht so extrem trifft. So, jetzt haben wir ihn schon auf 65% Schild runter. Das ist doch ganz okay. Das ist doch schon mal ganz annehmbar. 63%. Und es geht immer noch nach unten. Wichtig wäre, dass ich mein Schild mal regenerieren würde. Ich meine, ich werde jetzt momentan von nichts getroffen. Das könnte sich doch jetzt eigentlich mal regenerieren. Ah, jetzt wird es langsam. Ah, jetzt wird es aber getroffen. Das heißt, es ist wieder vorbei. Wir müssen aber jetzt hier noch ein bisschen weiter schießen, bis es endlich mal... Also, oder bis es wieder aufhört zu funktionieren. In der Hoffnung, dass wir weit unter die 50 kommen. Sogar auf 30, aber so weit wird es nicht kommen. So weit wird es nicht kommen, das sehe ich jetzt schon. Ne, so weit kommt es nicht. Er lädt sich wieder auf. Okay, weg hier. Weg hier. So. Jetzt ist die Frage, bleibe ich jetzt eine Weile weg, lass mein Schild aufladen und gehe das Risiko ein, dass seins auch auflädt. Oder mache ich einfach die direkt wieder kaputt und hoffe, dass ich es irgendwie überlebe. Eigentlich muss ich das so machen, ne? Eigentlich muss ich die sogar kaputt machen und hoffen, dass ich es irgendwie überlebe. Weil das Schild legt sich nicht weiter auf. Das ist eigentlich okay. Ganz ungewohnt, gar nicht mit dem Fadenkreuz drauf zielen zu müssen, sondern mit den grünen Poppeln da unten. Ich sollte vielleicht trotzdem ein bisschen weiter wegfliegen, also und halt immer wieder. Na, shit. Ich sollte vielleicht echt ein bisschen weiter wegfliegen. Moment, ich markiere mir mal einfach mal irgendeinen Sektor. Ist ja erstmal egal.
Einfach mal, damit ich einen Sektor markiert habe, damit ich zur Not hier wieder wegkomme. Also so ist Treffen tatsächlich noch schwerer, als wenn die sich ein bisschen bewegen tatsächlich. Also zumindest wenn man das nicht gewohnt ist, dass man mit den grünen Böbeln da unterhalb vom Steuerkreuz zielen muss. Bei einem Eis zählt man ja immer mit dem Steuerkreuz. Ah, das ist Mist. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Er war direkt neben mir und ich habe ihn nicht getroffen. So. Muss man erstmal können. Also es ist wie aus der Hüfte schießen. Genau so ist das. Die Amerikaner unter uns, die sagen jetzt, oh, ist doch kein Thema. Die machen ihr ganzes Leben lang nichts anderes, habe ich manchmal das Gefühl. So. Fliegen ein bisschen rum. Sein Schild regeneriert sich nicht. Also noch nicht. Ich kann einmal drauf schießen. Einfach nur in der Hoffnung, dass es sich tatsächlich wirklich nicht regeneriert. Wir fliegen mal einfach hardcore an denen vorbei. Also richtig extrem. So, ja, ne? Moment, nimmt das Schaden? Ne, nimmt's nicht, ne? Ne, nimmt's nicht. Ne. Lädt sich sofort wieder auf. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein bisschen wegfliegen, müssen warten, bis sich unser Schild regeneriert hat und dann müssen wir das letzte Schiff wegmachen und dann den Boss direkt dahinter wieder angreifen. So. Ich glaube 30 Sekunden oder so dauert es, bis sich das Schild regeneriert. Solange sollten wir von dem ein bisschen entfernt bleiben, wenn es irgendwie geht. Also von beiden, wenn es irgendwie geht. Okay, mein Schild regeneriert sich langsam wieder. Das ist sehr gut. Haben wir noch irgendein sinnloses Upgrade drin? Das hier eigentlich. Das hier eigentlich. Aber ich hätte schon viel, viel früher umswitchen sollen. Eigentlich. Wieder Aufladerate. Wir brauchen wieder Aufladerate. Ja, rein damit. Wir brauchen wieder Aufladerate. Unbedingt. Ah, es hat direkt jetzt auf... Oh, das ist ja cool. Ja dann. Pff. Ach so, weil es auf leicht ist wahrscheinlich. Huh? Wahrscheinlich, weil es auf leicht ist. Deswegen hat sich das Schild direkt mit dem Booster halt... Ja, okay. So kann man ja super cheaten. Wieder aufgeladen. Das ist ja... So kann man ja super leicht cheaten. Das ist doch... Naja. Naja. Okay. Es ist jetzt so. Wir nehmen es so hin. Wo ist der Boss? Da hinten. Okay, ich warte jetzt, bis der Boss auf der gleichen Höhe ungefähr ist wie diese Corvette. Dann mache ich die Corvette weg und dann schieße ich wieder auf den Boss. Und dann gucken wir, ob wir den ein bisschen klein bekommen. Dann müssen wir wahrscheinlich noch zweimal schießen, bis das Schild weg ist. Und, boah, das wird eine lange Folge. Aber ich könnte hier auch einen Cut machen eigentlich. Würde auch gehen. Ob ich den Boss tatsächlich schaffe, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, tatsächlich eigentlich. Weil guck mal auf die Uhr, ne? Ich weiß, hat mich bisher auch nicht gestört. Aber was soll's. Wenn ich es schon mal sehe, dann machen wir doch eine Folge, wie sich's gehört, oder? Also, bis zum nächsten Mal. Ah, das ist so gemein, oder? Das ist so gemein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.